Das war ein offen ausgetragener Krieg der Wörter zwischen den beiden. Jetzt hat Miley Cyrus Sinéad O'Connor eingeladen, sich zu treffen und zu reden. Die 20-Jährige zeigte die Einladung auf ihrer Twitter-Seite, nachdem sie 2 offene Briefe von der Sängerin bekommen hat. Die 46-Jährige warnte den ehemaligen Disney-Star davor, sich von der Musikindustrie prostituieren zu lassen. Im Gegenzug verglich Miley auf Twitter Sinéad mit der psychisch kranken Schauspielerin Amanda Bynes und spielte auf ihren öffentlichen Zusammenbruch an. Sinéad nannte Miley dann eine Gefahr für die Frauen und implizierte, dass sie in Schwierigkeiten geraten könnte, wenn sie so weitermacht. Aber die junge Sängerin hatte das letzte Wort und twitterte, dass sie keine Zeit dazu hatte, einen offenen Brief zu schreiben, weil sie bei Saturday Night Live auftritt, also sollten sie sich doch besser treffen. Dann zeigte sie sich wieder einmal in nichts anderem als einem BH und Shorts. Nichts und niemand kann Miley offensichtlich davon abhalten, ihren Körper zu zeigen.